Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play XCOM Enemy Unknown. Und in der letzten Mission ist in den letzten paar Momenten uns Cylinder abhanden gekommen. Unser einziger Sniper. Ein großartiger Soldat, der wirklich viel geleistet hat. Aber durch eine wirklich dumme Fügung des Schicksals hat sie es dann leider nicht geschafft. Dafür hat die Opfer aber uns große, große technische Schätze eingebracht. Wir können nämlich jetzt endlich den Guided Fusion Launcher erforschen. Das ist das Upgrade für unseren Raketenwerfer. Das werden wir auch sofort machen. In 3 Tagen ist er fertig. Ich glaube, ich habe schon ein paar Soldaten zusätzlich angeheuert. Wir werden nämlich auf jeden Fall noch 1,5 hochtrainieren müssen. Carry on. C-Testing ist auch fertig. Schauen wir die Resultate an. Nichts. Natürlich. Ich glaube, dann sind auch schon alle durchgeprüft. Und wir müssen auf Neuankömmlinge warten. This is it. Ah. Ich möchte aber jemanden haben, der es noch ein bisschen besser kann. Haben wir noch welche, die noch durchtrainiert werden müssen? Gut. Nehmen wir noch einen Heavy. Und die beiden neu angekommenen Sniper, denn davon muss sich eventuell auch jemand noch dann bewähren. Der Fusion Launcher ist fertig. Und jetzt können wir den Blaster Launcher bauen. Eine Waffe, die quasi einen tragbaren, gesteuerten Raketenwerfer darstellt, der sogar noch mehr Schaden macht. Haben wir denn genügend dafür? Insufficient Funds. Ja, dann werden wir mal ein bisschen Krams verticken. Inzwischen haben wir genügend rumliegen. Oh. Ja. Das sollte reichen. Schon allein die beschädigten Sachen, mit denen wir sowieso nichts anfangen können. Und mehr als 2 Heavys haben wir, glaube ich, auch nicht. Deswegen sollte es reichen, wenn wir 2 bauen. Wir haben auch nur 2 Fusion Cores geborgen. Gut. Ärgerlich. Dann versuchen wir mal. Na, vergiss es. Dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwo 1, 2 leichte Missionen zusammenkriegen könnten zum Trainieren. Können wir im nächsten, Anfang des nächsten Monats machen, können wir noch die ultimative Waffe für unsere fliegenden, für unsere Abfangjäger bauen. Aber da brauchen wir noch Geld für. C-Testen fertig. Und? Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, frage ich mich, weil langsam wird es echt unrealistisch, Kollegen. Und ich meine wirklich unrealistisch. Ein großes UFO. Scramble Interceptors. Los geht's. Enemy is padlocked. Weil treffen wir auch gar nichts. Das Ding sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so ein amerikanisches Auto aus den 60ern. Ich weiß auch nicht. Gut. Dann wird das hier mal wieder ein Trainingseinsatz.
Gut. Wen nehmen wir denn alles mit? Nein. Dann würde ich sagen, nehmen wir mit die Ursula. Haben wir jetzt schon die Basic Ausstattung, was Sniper-Fähigkeiten angeht, zusammen. Aber behalten wir sie in der Titanrüstung. Fliegend ist mir das zu gefährlich bei dem Stürmen von so einem Versorgungsschiff. Und dann nehmen wir auch noch Titaner mit als erste Mission. Namenspassende Rüstung, Heavy Plasma, den Blaster Launcher dürfen wir ausprobieren. Und ein bisschen extra Panzerung. Und hier gibt es ebenfalls den Blaster Launcher. Gut. Sind alle ausgestattet? Sieht so aus. Inzwischen ist die Frauenquote auch ein bisschen gesunken, wenigstens, aber nur ein ganz kleines bisschen. So viel zum Thema Gleichberechtigung. Oh, noch ein Heavy. Also so viele von den Dingern haben wir nicht. Egal. Ist eine Trainingsmission, deswegen nehmen wir drei Leute mit, die noch ein bisschen Training gebrauchen können. Es waren, glaube ich, 15 Aliens. Das sollte zu schaffen sein. Und das Versorgungsschiff ist auch wirklich nicht ganz so knifflig. Nervig, aber nicht ganz so knifflig. Boah, diese blöde Karte, wo man von der Seite einsteigt. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Na gut. Aber da müssen wir durch. So. Jeder bringt sich schon mal in Position. Los geht's. Ich höre schon den Sektorpod. Was aber eigentlich kein Problem darstellen sollte. Wir haben drei Heavys dabei. Und unser neues Spielzeug. Oh, das ärgert mich so. Jetzt noch einen Soldaten verloren zu haben und quasi der einzige, der wirklich keinen direkten Ersatz im Lager hat. In der Kaserne. Hättest du nicht Roti erschießen können? Nein. Ah. Hausmann. Da hat der Namensgenerator sich aber wirklich Mühe gegeben. So heißt doch niemand. Also mit 2S. Oh, ich hätte viel lieber diese Karte gehabt, wo man das Ding von vorne stürmt, man jede Menge Deckung hat. Man das eigentlich ganz relaxed so durchkämmen kann. Nein, nein, nein. Oh, ich hatte schon gedacht, du machst wieder irgend so einen Unsinn. Aber wenigstens hat sie schon... Wie heißt es? Ich glaube, wir lernen zuerst die Kommandozentrale. Wäre nämlich, soweit ich das sehe, die klügste Vorgehensweise.
So. Gut. Dann werden wir es gleich mal ganz geschickt angehen. Jedenfalls hoffe ich mal, dass das ganz geschickt ist. Also da wird auf jeden Fall was drin sein. Hey, you hear anything? Da drin wird das wohl noch, wird das Ding wohl nicht rumlungern. Wir machen nämlich jetzt hier unseren Tarnanzug an. Dann werfen wir hier einen Blick hinein. Na, guck dir das doch mal einer an. Guck sich das einer an. Ha! Und noch ein, komm schon. Hä? Und kriegst noch einen Reaktionsschuss oder sowas? Okay, ich habe keine Ahnung, was jetzt gerade passiert ist. Aber wir können die Tür aufmachen. Ja, probier's. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Daneben. Prozent, Mindfray. Ja, wir probieren was. Ja. Nur, was machen wir denn da jetzt mit? Das sieht mir nämlich ein bisschen seltsam aus. Flankieren. Wenigstens getroffen. Und nochmal flankieren. Sehr gut. Gut. Ja, mit minimalen Schäden. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Warum flankiert die das denn nicht? Verstehe das, wer will. Egal. Impressive. Komm schon. Ja. Sollte eventuell schon für eine Beförderung reichen, oder? Nein, leider nicht. Flankieren wir nochmal. Ja, schauen wir erstmal, ob die anderen Treffer hinkriegen. Weil hier können wir einen garantierten machen. Ja,
eben. Hier hin. Na komm schon. Komm schon. Na, schade. Gut, dann machen wir Mindfray. Was zumindest seine Trefferwahrscheinlichkeit auch reduzieren sollte. Oh, hier haben wir noch jemanden, der schießen kann. So ganz potenziell. Na komm, oh! Guck dir das an! 11 übrig. Oh, da hinten ist eine Cyberdisk. Oh, super. Das sieht doch nach einer Glanzvorlage für unseren Sniper aus. Ja, nur 55%. Ah. Ja, das muss sie jetzt probieren. Ja! Gut, reicht es für eine Beförderung? Nein, immer noch nicht. Und den zweiten? Ha! 9 übrig. Geht er jetzt doch schneller als erwartet. Aber dieser Sektopod muss hier irgendwo noch rumlungern. Die größten Überraschungsgegner. Ach du Scheiße. Sollte schon außer Gefecht sein, wollte ich gerade sagen. Das sieht mir eher nach einer unglücklichen Truppe aus. Okay, zurück. An den können wir da ich erstmal unsere neue Waffe ausprobieren. Noch eine Cyberdisk. Ja, na, wieder nach vorne. Ich hatte jetzt gehofft, dass ihr euch wieder in eine dumme Position begibt. Aber probieren wir mal unseren neuen Raketenwerfer aus. Ich würde sagen, hierhin. Düb-düb-dü. Ich würde sagen, das hat getroffen. Sogar noch einen der Mutonen da unten getroffen. Na, wer kriegt den Killshot? Sehr gut. Wow. Wow. Seltsam. Gut. Warten wir noch eine weitere Runde? Oh, die haben, glaube ich, gar keine Rüstung, gar keine Deckung mehr da. Aber die Mutonen haben nicht so richtig Bock rauszukommen. Ich kann es ihnen auch nicht so richtig verübeln. Ihr euch denn jetzt hin verpisst? Dahin? Scheiße! Oh.
Wenn jetzt noch so einer kommt, dann habe ich aber verschissen. Okay, versuchen wir mal hier die gesamte Deckung mal auseinander zu fetzen. Um die Ecke. Oh. Ausgezeichnet. Und verdammt nochmal. Ab in Deckung mit dir. Sofort in medizinische Behandlung. Zehn HP halt das sofort. Da unten. Ach du Scheiße, da hinten ist der Sektorpot. Gut. Komm schon, mach ihn platt, mach ihn platt, mach ihn platt. Ja. Der sich bewegt noch ein. Er sich bewegt noch ein. They're backing up. Advance. Gut. Hier eine Schredderrakete rein. Lief ausgesprochen gut. Eine normale Rakete hinterher. Es ist so lächerlich eigentlich. Sollte ihn erwischt haben, den Sektpot dort unten auch. Ha! Puh. Knappes Ding eigentlich. Knappes Ding. Schauen, ob wir irgendwelche Beförderungen abzustauben haben. Ja. Für den Sniper. Gut. Mit dem Trade lohnt sich dann auch. Wie heißt es? Lohnt sich dann auch der Fluganzug wie endlich? Gut, und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's weiter mit ein bisschen Training und dann bald können wir uns auch schon an die Finalmission machen. Ciao, ciao.